Es geht weiter mit Let's Play World of Warcraft. Da fiel mir doch gerade ein, dass ich ruhig nochmal hier in eine Inni gehen kann, jedenfalls versuchen, in eine Inni gehen zu können. Und solange machen wir uns dann auf die Reise. Ja, ich erwähnte vorhin im letzten Part, dass ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich fast Physik studiert hätte. Da auch eine Zulassung bekommen hatte, dann aber gewechselt bin zu Jura. In meinem Gedanken früher war auch, wie das halt so ist, man macht sein Abi und dann denkt man, was tut man, was studiert man. Und für mich war halt von vornherein klar, ich werde studieren. Ganz einfach aus dem Grund, Entschuldigung, ganz einfach aus dem Grund, dass ich ja halt extra das Studium gemacht hatte. Ich habe ja, wie gesagt, eine Ehrenrunde gedreht, weil ich das erste Mal faul as hell war. Also da, das war schon die Härte, dass ich teilweise einen Tag vorher vor den Abi-Prüfungen angefangen habe, für die Klausur zu lernen. So halbherzig im Bett. Ich war wohl schwer von mir überzeugt, dass das auch so funktioniert. Jedenfalls, hätte ich dann natürlich ohne weiteres eine Ausbildung anfangen können. Oder erstmal mein Fachabi machen, also ein Jahr Praktikum und dann halt Fachabi zu haben. Habe ich aber nicht gemacht. Lag wohl auch ein Großteil an meinen Eltern, die unbedingt wollten, dass ich mein Abitur mache. Hab's dann halt auch beim nächsten Mal locker hinbekommen. Also da war es überhaupt nicht knapp, nicht mal ansatzweise, weil ich da halt auch 2 Wochen vorher angefangen habe zu lernen. Da sieht man, was Lernen bringt. Und das, obwohl ich den Druck im Nacken hatte, ne? Zweimal durchgefallen, ist Ende im Gelände. Jedenfalls war dann halt, wie gesagt, dementsprechend eine Ausbildung keine Option, obwohl ich im Nachhinein nicht sicher bin, ob das eine clevere Wahl gewesen ist. Ich glaube, so eine Ausbildung ist nie verkehrt. Und wenn ich jetzt zurückblicke, hätte ich, glaube ich, am Anfang als erstes einfach einmal eine Ausbildung machen sollen. Und wenn ich danach dann noch studieren hätte wollen, hätte ich das dann auch können. Wäre dann vielleicht von der Zeit noch knapper gewesen. Andererseits hätte man dann schon mal was Handfestes. Ich bin jetzt halt gerade in der Motivation, ich bin 24 und habe noch nichts Handfestes. Ich habe kein abgeschlossenes Studium und auch keine abgeschlossene Berufsausbildung. Die meisten aus meinem Bekanntenkreis und aus meinem Freundeskreis sind entweder auch Studenten oder arbeiten schon seit 2, 3 Jahren und verdienen richtig gutes Geld. Was heißt richtig gutes Geld? So für einen Studenten, aus Sicht eines Studenten richtig gutes Geld. Also die, da kann man schon auf den ersten Blick dann doch neidisch werden. Wie es dann später aussieht, das weiß man nicht. Aber jetzt im Moment ist das auf jeden Fall der Fall. Und da ist halt auch so das Thema, wenn man was zusammen unternimmt, die können sich einfach mehr Sachen leisten als man selber als Student. Also das merkt man schon an der Einstellung, wenn ich Freunde besuche. Die wohnen ja teilweise auf ganz Deutschland verteilt. Und wenn ich dann dahin fahre und wenn es jetzt halt ein Freund oder ein Bekannter ist oder eine Bekannte oder Freundin, die oder der arbeitet. Und dann wird jeden Tag essen gegangen und jeden Tag mal ins Kino, mal das, mal eine Shoppingtour, mal whatever. Das ist für die ganz normal. Bei mir kratzt das dann schon an der äußersten Reserve. Und das sind so Dinge, die sind schon ein bisschen störend. Aber ich weiche jetzt schon wieder komplett vom Thema ab. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dem Abitur, dass ich das Abitur gemacht habe mit dem festen Ziel zu studieren. Was war mir in dem Moment nicht klar? Ich habe schon immer gedacht, Jura, ja, weil mein Vater auch Jurist ist. Von wegen, blub, blub, blub. Jura kann man machen, wenn man keine Ahnung hat, was man sonst machen soll. Es ist die dümmste Einstellung, die man nur haben kann, weil mit Jura hat man keine Freude, wenn man sich dafür nicht interessiert. Und ich habe teilweise auch Mühe, mich dafür zu interessieren, muss ich auch ganz klar sagen, aber ich hoffe, dass sich das noch mit der Zeit legen wird.
Jedenfalls war da auch am Anfang die Idee, Ingenieurswesen zu studieren im Osten. Weil man da recht gut Ingenieurswesen studieren kann. Da gab es teilweise keine, gab es damals noch, oder gibt es teilweise keine Studiengebühren. An meiner jetzigen gibt es übrigens noch Studiengebühren, wobei jetzt auch nicht mehr, wurden ja abgeschafft in Niedersachsen. Und ich sehe jetzt gerade auf meinem kleinen Display hier Magiestoff verkauft, aber hier auf dem Fenster seht ihr es auch. Das ist schon sehr nice. Jedenfalls hatte ich da die Idee, weil ein Kumpel, beziehungsweise ein damaliger Kumpel, jetziger ehemaliger Klassenkamerad und seine Freundin hatten halt die die Idee, beziehungsweise das Vorhaben, Ingenieurswesen zu studieren im Osten. Und haben das jetzt auch, haben das auch umgesetzt und sind dann halt zusammengezogen und da war auch erst die Frage, ob ich da nicht eventuell mitziehe. War eine Idee, über die ich zaghaft nachgedacht habe, aber die für mich keine Alternative in dem Moment dargestellt hatte, irgendwie keine wirkliche. Ich wollte auch, glaube ich, nicht so weit weg von zu Hause. Das ist jetzt alles schon, ihr müsst überlegen, das ist alles gute 4 Jahre her, also die Situationen haben sich auch alle jetzt komplett verändert. Also ich kann durchaus sagen, dass ich vor 4 Jahren ein komplett anderer Mensch war, als ich es heute bin. Also im wahrsten Sinne des Wortes komplett anders. Also, ich meine jetzt vom Verhalten. Und noch 2 Jahre davor noch komplett anders. Also das sind so die Sachen, die jeder wohl durchläuft, aber ich habe mich dann halt dagegen entschieden und der damals halt dieses Ingenieursstudium da gemacht hat, der arbeitet jetzt da auch an der Uni, hat seinen Bachelor gemacht, macht jetzt glaube ich seinen Master und der ist jetzt schon Teilzeit bei so einer Firma angestellt mit seinem Bachelor neben dem Masterstudium und berechnet da irgendwas mit Kränen und sowas und verdient dadurch richtig, 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 richtig gut Geld. Also das ist wirklich eine feine Sache und da kann man wirklich nur sagen, Applaus, Applaus, der hat alles richtig gemacht. Ich verdiene gar kein Geld im Moment, obwohl ich ja wie gesagt habe mir jetzt in nächster Zeit doch höchstwahrscheinlich einen Nebenjob suchen werde, wenn er mir denn zusagt. Weil nur der BAföG-Satz, den ich halt nicht bekomme, sondern halt dementsprechend das, was ich von meinen Eltern bekomme, damit kann man keine Rundumschläge machen. Das ist zwar nicht wenig, also da kann ich mich nicht beschweren, aber im Vergleich zu anderen Leuten, die schon arbeiten, ist das halt echt ein Joke, ne? Muss man ganz klar sagen. Dazu muss ich jetzt sagen, die meisten meiner Freunde haben Ausbildung abgeschlossen. Jetzt nicht so wie der eine, der jetzt das Ingenieursstudium da abgeschlossen hat. Die haben Ausbildung abgeschlossen, die verdienen dann halt ihr Ausbildungsgehalt, beziehungsweise jetzt nicht mehr, sondern ihr Festgehalt bei dem, was sie gelernt haben. Aber das ist halt auch nicht ganz wenig. Das sind jetzt keine 3000 Euro netto im Monat, ne? Aber auch keine 2000. Ja, aber da kommt es schon nah dran. Und das hätte ich auch gerne. Aber wie gesagt, da muss man sich dann vertrösten und sagen, meine Zeit kommt später. Und da poker ich auch drauf. Auch wenn dafür viel getan werden muss. Sehr viel getan werden muss. Bei mir noch ein bisschen mehr als bei anderen, denke ich mal. Weil meinen inneren Schweinehund, was das Lernen betrifft, kann ich nicht immer so einfach überwinden. Das war schon immer eine meiner Problemzonen. In der Schule damals schon. Und jetzt immer noch. Obwohl ich mir früher mal eingeredet habe im Studium, da lernt man ja für sich selber. Aber Fakt ist, Studium ist, Studium hat eigentlich nichts mehr. Wirklich gar nichts mehr. Mit der Schule gemeinsam. Beim Studium interessiert sich kein Hahn,
Da schert sich kein Hahn darum, darüber, ob du dahin gehst oder nicht dahin gehst, ob du die Klausuren schreibst oder ob du die Klausuren nicht schreibst. Solange du am Ende deine Leistungen erbringst. Wenn du das nicht tust, wirst du in manchen Studienfächern exmatrikuliert und in manchen nicht, so wie bei Jura zum Beispiel. Bei Jura musste man bis zum vierten Semester eine Zwischenprüfung ablegen. Das war jetzt keine mündliche Prüfung oder so, das waren einfach eine bestimmte Anzahl von Scheinen, die man erreichen musste. Die hatte ich nach dem zweiten Semester und nach dem Punkt konnte ich nicht mehr exmatrikuliert werden. Das heißt, ich hab's, was das angeht, ganz gut. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, umso länger man studiert, desto schlechter sieht's dann später auf dem Zeugnis aus. Und dann fragen natürlich deine zukünftigen Arbeitgeber, Moment mal, warum hast du denn so lange studiert? Und dann muss ich rauskommen, ja, das liegt daran, weil, Doppelpunkt. Und das, ist vielleicht ein bisschen problematisch. Allerdings sehe ich das auch ein bisschen zwiegespalten. Genauso wie mit dem Schnellschuss und Jura und, ich glaube, es ist ganz gut, wenn man sich Zeit lässt bei seinem Jurastudium. Dass man sich nicht Zeit lässt im Sinne von, ich studiere 20 Semester, weil, das ist natürlich auch Bullshit. Aber so, dass man sich, fitter verhält. Und ich wollte wirklich bis zum 10. Semester wenigstens alle meine Scheine haben, alle. Ich bin jetzt noch im 8., komme jetzt ins 9. Es ist Wintersemester, ist dann das 9. Das Sommersemester darauf dann das 10. Und in einem Jahr um diese Uhrzeit bin ich dann halt im 11. Und dann das Jahr danach würde ich dann gerne das Staatsexamen machen. So ist der Plan. Der Plan ist anstrengend. Das muss man definitiv sagen. Und ich gehe hier gerade falsch, weil ich nicht aufgepasst habe. Ja, da könnte man natürlich wieder mit den Sprüchen rauskommen, man hat es nicht leicht, aber eigentlich hat man es, beziehungsweise ich habe es richtig leicht. Ich muss es nur ergreifen. Ich habe mir auch mal lange Zeit überlegt, ob ich nicht, also als ich schon angefangen habe mit meinem Studium, ob ich nicht hätte Medizin studieren sollen. Da hätte ich zwar niemals einen Platz bekommen, weil da brauchte man noch ein besseres Abitur als Jura, aber Medizin ist nicht schwieriger als Jura. Medizin ist mit Sicherheit sogar leichter als Jura, weil du bei Medizin nur lernen, nicht wirklich verstehen musst. Verstehen, natürlich verstehen, aber diese Mechanismen, die du da verstehen musst, die sind, glaube ich, nicht so hart. Ansonsten ist es nur auswendig lernen. Jura ist total abstrakt in manchen Teilen. Und es ist noch viel mehr zum auswendig lernen. Viel mehr. Und das Ding, der große Unterschied dann zwischen einem Jurastudenten und einem Medizinstudenten, beziehungsweise einem fertigen Juristen und einem fertigen Mediziner ist, dass der Mediziner, egal wie schlecht er abgeschnitten hat, solange er erfolgreich abgeschnitten hat, immer einen Platz bekommen wird. Immer einen Arbeitsplatz bekommen wird. Immer einen gut bezahlten Arbeitsplatz bekommen wird. Vielleicht auf dem Land und nicht irgendwo im Top-Krankenhaus, aber gründe eine eigene Praxis und die Leute rennen dir die Bude ein. Bei dem Ärztemangel auf dem Land. Und als Jurist mit beiden Examen, 7 Jahre Studium, vielleicht sogar 8 oder 9 oder 10, je nachdem, wie lange man gebraucht hat. Mit beiden Examen, im ersten 5 Punkte, im zweiten 6 Punkte, der wird richtig Probleme bekommen. So sagt man jedenfalls. Ich kenne mich da ja nicht so gut aus. Ich habe ja selber noch nicht mein Examen, dass ich da jetzt live Erfahrungsberichte geben könnte. Aber das, was man immer gesagt bekommt, das, was man hört, das ist eindeutig. Schreib 2 Prädikatsexaminer oder du wirst ein arbeitsloser Jurist oder ein Jurist, der buckelt und nicht mehr verdient als, keine Ahnung, ein einfacher Angestellter. Und dafür will man nicht 10 Jahre studiert haben, ne? Das muss man auch klar sagen. Na gut, ich mache hier Pause und im nächsten Part gehen wir dann nach Uldaman. Denke ich jedenfalls. Bis dahin, ciao.